Und wir bleiben noch kurz beim Thema Gesundheit. Wer in Südtirol als Krankenpfleger arbeiten will, muss in der entsprechenden Berufskammer eingetragen sein. Anwärter aus dem Ausland brauchen außerdem einen Nachweis, dass sie die italienische Sprache beherrschen. Und genau darin sehen die Freiheitlichen jetzt nicht nur eine unüberwindliche Hürde für viele, sondern auch eine autonomiepolitische Problematik. Die Sprachregelung für ausländische Krankenpfleger bringt die Freiheitlichen auf die Barrikaden. Sie sehen darin einen groben Verstoß gegen das Autonomiestatut. Diese Situation haben wir jetzt schon seit Jahren. Das wurde nicht bemerkt. Das wurde von der Landesregierung einfach so hingenommen. Und wir fragen uns wirklich, seit wann weiß die Landesregierung von diesen Zuständen und was hat sie gemacht, um hier die deutsche Sprache auch amtlich geltend zu machen? Die Freiheitlichen fordern diesbezüglich mehr Einsatz von Seiten der Landesregierung, vor allem auch, weil Südtirol händeringend nach Pflegekräften suche. Diese Sprachregelung sei für viele ausländische Pflegekräfte eine unzumutbare Hürde, kritisiert Andreas Leiter-Reber. Mit einer Landtagsanfrage wollen die Freiheitlichen nun Druck ausüben.